Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play Together Battlefield 4 mit mir, dem Gunshot, und dem Arch diesmal. Wir spielen die Map Belagerung von Shanghai und schauen natürlich, was wir hier reißen können zu zweit in diesem kleinen, aber doch effektiven Squad. So. Kommen jetzt aber ein paar Feinde oder eher nicht? Treffer habe ich schon hier landen an den Panzer da hinten. Sagst du jetzt so? Da, guck mal, was da kommt. Den habe ich noch mitgenommen. Soll ich. Sag's Bescheid, wenn ich reparieren. Ich stelle mich hinter dich. Nee, geht nicht. Wo kommt der her? Das weiß ich nicht. Was. Das kann nie im Leben nur alleine der Panzer gewesen sein. Naja, wenn der Ach Ding. ja, der hat Smart Munition. Wollte ich gerade sagen, der hat gewechselt. Ja. Okay, komm zu mir. Bin ich doch schon. Yay. Yay. So, dann zeig mal, was du kannst. Ich habe eine Idee. Wir brennen durch. Scheiß auf den Krieg. Ab nach Hawaii. Yay. Auf dem Infanterist. Hab grad Bock dazu. Da ist der feindliche. Oh, Heli. Ja, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Nicht abstürzen. Nicht schon. Nein, nein. Das, nö. Du hast nicht auf ihn geschossen, oder? Ja, natürlich hab ich auf ihn geschossen. Arch, nein. Ich habe. Ja, ich hab nicht auf ihn geschossen. Macht der denn mehr Schaden als wir? Warum? Der hat dich getroffen mit seinen Flugabwehrraketen. Nee, hat er nicht. Was ist denn da sonst auf uns eingeprasst? Na, was weiß ich. Ein anderer Scheiß war das auf jeden Fall. Ach, du bist abgesprungen? Ha! Du Nein, um Gottes Achso. Willen. Ich bin Mittelsturm, aber ich dachte mal zu eben, weil ich gerade vom Fallschirm ist vorne. Oh, guck mal, ich bin hier oben jetzt. Ich hänge hier fest. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt die PDW ohne irgendwelche Extras. Das wird super. Da ist was. Das hättet ihr sehen. Alter! Hier ballert was! Hilfe! Ja! Henning! Das ist der Kakeli da oben, oder was? Kann er nicht vor, also. Bitte nicht! So nicht! Ob es der mal hier die Waffe wechselt? Sag ich dir. So, Holland in Not hier. Die PDWR, die hat ja eine übelst schnelle Schussfolge, kann das sein? Das war ja unnormal gerade. Da hab ich mir fast erschrocken, als ich gerade den Abzug betätigt habe. So, Alpha haben sie eingenommen. Wo wollen wir hin? Bravo. Ich baue mal bei Krakula da. Der ist aber tot. Der ist halt voll keine behakt dort. Von dem Fahrzeug unten. Wo ist das Fahrzeug denn? Da. Getroffen. Wo bist denn du schon wieder hin jetzt hier? Darfst du nicht weglaufen? Das ist. Guck mal da, wo Krieg ist. Nehmen wir mal. Hier ist Eck da hinten. Alter, wie er hier. Bam, 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 die mit ihren halbautomatischen Scharfschützengewehren, weißt du? So die dreckigsten Noob-Kinder der Welt, ey, ehrlich. Und dann hörst du mal, bam, 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 wie so 5 Milliarden mal daneben schießen. Dann sollen sie mal ein ordentliches Gewehr nehmen. Schön, Repetierer und ist gut. Ich renn mal kurz hier so ein bisschen weg. Den Typen habe ich auf die Entfernung nicht großartig sehen können. Was beschießt mich denn hier? Der Typ da hinten. Wir müssen jetzt woanders einsteigen, das ist ja hier doof. Spawnze und hast du ja direkt, ne? Schuss in den Nacken. Hilft nicht beim Kacken. Arsch!
Ich bin schon wieder fast tot geballert worden hier. Da kommt uns einer hinterher. Es kommt uns einer hinterher. Warte, warte, warte. Na komm rein hier, du Spacken. Spacken. Du tötest mich nie nochmal, du. Aber wahrscheinlich dein Kumpel gerade. Wo ist er denn? Ich sehe auf der Minimap direkt über mir ein. Alter, jetzt spawn ich bei dir und bin direkt tot. Wo war der denn? Hinter dir. Auf der Treppe oben. Hinter mir? Bist du sicher, dass du bei mir gespawnt bist? Ich wollte gerade sagen, weil ich habe irgendwie hinter mir keinen gehabt. Heli kommt. Mit der RPG abschießen? Klappt nicht. Schwierig. Der muss ja wirklich im Schwebflug sein. Ja gut. Gibt ja so einige, die das machen, ne? So, da unten ist wieder was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich ein Sniper... So, den Sniper habe ich. Hat sich da unten drauf hingestellt. Ist aber ein Fahrzeug. Was, bitte? Hätte ich auch noch gekriegt. Aber er ist aus dem Fahrzeug ausgestiegen jetzt. Jetzt kommt ein Panzer. War das Alpha? Oder? Ja, ja. Wir können das ja hier halten, das ist nicht das Problem. Wir müssen nur den Panzer finden. Er ist raus. Na? Ja genau, hier ballert mich schon wieder. Hier ballert mich schon wieder irgendwas total dämlich ab. Das ist voll nervig. Ich hasse diese Map, ehrlich. Die so dumm. Geht, ne? Jetzt kommt da noch einer. Ich stehe hier unter Beschuss. Könnte meinen, ne? Wir sind hier im Krieg. Das wäre anzunehmen. Können auch nicht locker lassen, ne? Die wollen A unbedingt. Die Viper ist wieder, ne? Ich sehe verdammt nochmal nicht, wo der Typ hängt, der hier die. Ach, wieder er mit seinem komischen halbautomatischen Maschinengewehr, wollte ich gerade sagen. Genau. Scharfschützengewehr. So, jetzt aber. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger nördlich deiner jetzigen Position gesichtet. Die ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die PDWR hier. Ich komme noch nicht so ganz klar. Vor allem muss ich mir damit auch angewöhnen, Salven zu schießen. So, lass mal auf B gehen. Der hat den Panzer unten stehen lassen, ne? Kannst du auf der MRB vergessen. Boah, Alter, was schießt denn jetzt auf mich? Mobiles. Wo kommt denn der hier? Spawn, ey. Jetzt bin ich am Arsch. Ich bin so am Arsch. Was war denn das? Okay, das Fahrzeug habe ich noch mitgekriegt. Ach, der Panzer. Ist wieder in den Panzer eingestiegen. Ne, ich habe geschossen und zeitgleich hat es mich weggefetzt. Ich habe erst gedacht, ich habe gegen die Wand geschossen und mich selber ein bisschen, ne? In den Tod gestürzt. Penetriert. Penetriert, das könnte man natürlich auch sagen. Dieser Dracula ist jetzt auch wieder, ist jetzt auch Pionier. Hat den Beruf gewechselt. Entweder... Direkt über uns, ne? Ich geh mal raus. Hinter uns. Kurz weg hier, sonst hätten sie mich gleich wieder gehabt.
Na? Drei Mann. Vier. Alle am Eingang kommen jetzt zu euch runter. Mhm. Beschäftigt ihn noch ein bisschen. Kommt von hinten. Ja, bin down. Hab ich. Nein! Drehst dich einmal weg zum Nachladen. Puppe und dann noch mit der P90. Ich bitte dich. So ein hässliches Stück bringst du hier mit zum Kampf, oder was? Meine Güte. Also, manchmal, ne? Wir haben auch schon wieder bei Alpha und Panzer vor der Haustür stehen. Ja, bin ich schon da. Wir haben Besuch. Von den Panzern. Wollen wir ihn doch mal empfangen? Ich habe Feuerwerk vorbereitet. Eigentlich nicht für den Infanteristen da hinten gedacht gewesen, aber... Ja. Den knallt doch keiner ab. Ich krieg ihn auch nicht. Wegen den ganzen scheiß Explosionen, die hier passieren, Mann. Kann ich... Oh, jetzt steht da noch ein Panzer, der mich jetzt auch noch... Alter, und weg. Mutti! Kommt bestimmt gleich einer. Um die Ecke. Der Panzer steht da noch, musst du aufpassen. Ist ja einer da hinter uns, ah, hinter dir! Ah, ist gerade hinten an der Wand und links weg. Ja, da wo ich war eben. Er ist gerade ins Gebäude rein jetzt. Gut, tot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hat er sich vorbeigeschlichen? Der Rüpel, der Schlingel. Elim. Elimel. Mhm. Lümel. Lamel. Jetzt fangen wir noch an zu singen hier. Pancha. Die gehen mir hier ein bisschen auf den Sack, ne? Die reißen einen immer so schnell aus dem Leben. Ich weiß zwar nicht, ob ein Pancha. Boah. Boah, das ist denn ein, wo der gerade hingefahren. Auf jeden Fall ist er kaputt. Der war gerade völlig verwirrt, der Typ. Ja, volles Met rückwärts, Junge. Er hat Turbo nicht ausgekriegt, wahrscheinlich. Ja. Das, meine lieben Leute, passiert, wenn wir einen Panzer auf den Turbo rückwärtsgang steigen. Ich gehe jetzt mal zurück auf unsere Seite der Insel. Mhm. Weil D wird gerade getappt. Die sind alle oben auf dem Dach, habe ich gerade gesehen. Die Schmierpenisse. Schmierpenisse. Da hinten. Hab ihn. Der ist deiner. Fett Foxy oder wie du heißt hier. Nee, Fleischer, Fischer. XXX Fischer. Okay. Foxy. Fly. Das Foxy. Panzer kommt noch. Mobilitätskill. Du bist ungefähr gefühlte 5 Kilometer von mir weg. Das heißt. Mann! Du Pisskind Wurstmaden-Arsch! Gut, das muss ich schneiden. Ach, nimmst du gerade auf? Ja, sag mal hallo. Guten Tag. Schon die ganze Zeit. Entschuldigung, keine Angst. Das Wort, was eben. Das mache ich kurz mit Stille. Alles gut. Man hört dann nur noch die richtig harten Beleidigungen. Ja. Nee, das darf ich gar nicht, dann wird's ja indiziert. Weißt du? Das ist ja. Wollen wir mit dem Fahrstuhl hochfahren? Ich fahre mit dem Fahrstuhl hoch. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Fahrstuhl. Ja, welche Seite geht auf? Ich glaube, die geht auf. Ich hoffe, die geht auf. Ich gucke jetzt über. Ich hatte gerade 3 Kills, als ich hochgefahren bin, ne? Achso. Drück mal Tabs. Scheiße! Ich hab Nariladen! Ich hab Nariladen! Kacke! Aber der Typ, der vor dem Fahrstuhl stand, hat sich auch ganz schlau gefühlt, ne? Er hat sich hingestellt und wollte direkt irgendwas reinschmissen. Aber ich werde beim nächsten aufnehmen, weil ich habe noch über Boxen an, dann setze ich nachher mal das Mikro auf. Wir müssen hier mal langsam runter. Ich glaube, das Ding kracht bald zusammen hier. Nein. Ich spring mal. Nee, das lohnt sich nicht, oder? Doch, lass mal auf den. Das kracht doch nicht zusammen. Und wenn, dann brauchen wir einen Heli. Wir müssen das aufnehmen. Ich hatte es gestern. Wo willst denn du? Hm. Ich werde hier alleine lassen, aber. Na gut, ich komm mit. Woo! Ich komme zu dich geflogen. Nein! Ich hab das Werbeposter geknutscht.
Ich hab richtig gesehen hier im. Ich bin erst dran vorbeigelaufen an diesem scheiß Fahrstuhl, da sitzt einer drin und campt. Alter, guck mal. Ey, siehst du den Typen, der Helikopter fliegt? Nee, leider Gott nicht. Das hättest du mal aufnehmen müssen, ey. Warum? Weil der gerade rückwärts geflogen ist und hat eine Rolle gemacht. Was macht der denn hier überhaupt, ey? Wo bist du da? Und hier wurde gerade gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Warum? Hier wurde gerade mit einer Panzerfaust auf einen Menschen geschossen. Da vorne sind auch Panzer, falls du deine Panzerfaust. Naja. Ich bin gerade von hinten ran. Von hinten? Die sehen mich nicht! Ich steh! Wie geil, wenn du das im Video siehst, ne? Ich lieg hier direkt nebenan. Und er sieht mich auch nicht. Die sehen mich alle nicht. Oh, hier lass mal bei A spawnen, da ist ja Krakula. Ich kann nicht spawnen, ich bin am Leben. Achso, ich dachte was. Ich habe mit Harry Potter gesprochen und der hat mir seinen Umhang gegeben, seinen Unsichtbarkeitsumhang. Mit Harry. Ja, mit Harry. Harry Krüger. Da was? Bitte? So. Was denn jetzt? Wo bist du denn wieder? Machst du Urlaub auf Tahiti oder? Bei A und hab hier gerade Stress. Ach, bist auf A. Ich bin immer noch bei D. Ja, aber hier sind. Ja, ist egal. Ne. Der WOH88L. Der holt mich hier immer mit der Pistole weg. Da merkt man aber direkt, dass ich mit diesem neuen Waffending da nicht. Man mit der PDW nicht richtig umgehen kann. Naja, aber eigentlich ist ja PDW mehr so für diese Häuserkampfmaps, ne? Also für das hier ist das ja eigentlich nichts. Ja gut, aber als Pionier der Karabiner habe ich noch nie großartig gespielt, ne? Das, da halte ich mich ja noch fern von. Ich bin mal auf C. Ich bin auch auf C. Ja. Mann, sag mal! Nicht getroffen. Also ich habe mich getroffen, aber nicht killtechnisch. Medipack bei irgendwer hier? Gar nicht. Aber ich mir da überlegen, ob ich auf Sturmsoldat gehe. Ich glaube, das wäre... Einfach mal die Minis reingeschmissen. Oh! Hat da mich wieder. So, bist du noch oben? Nee, ich bin tot. Tot. Die kommen schon wieder dabei bei Delta mit den zwei Tanks, ne? Ja, ist egal, das macht's irgendwie. Oh, Entschuldigung, ich bin jetzt bei Delta Gash. Okay, da scheint kein Fahrzeug mehr zu stehen. Ich weiß auch nicht, was die Typen machen mit unseren ganzen Helikoptern hier. Ich sehe da nicht einen von unseren Fliegen. Wenn, dann stürzt er. Ah, ich dachte, er wäre noch da. Er ist noch da. Ja, und er hat mich mit einer Granate weg, Alter. GTA Freak 011. Nein! Oh, der Panzer hat mich gekriegt. Ich habe mich gerade so doll auf den Infanteristen konzentriert. Ging ich hab jetzt einen Tank und fahr zu D, jetzt reicht's mir. Okay, ich versuche bei dir einzusteigen. Ja, kannst du mal Reparatur. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht, weil der Typ nicht. Jetzt. Jetzt bin ich außerhalb hier. Was denn? Oh, du darfst ihn nicht wegbewegen, wenn ich reparieren soll, ne? Achso, du wusstest nicht, dass du reparierst. Nee, jetzt ja. Aber du hast gerade dann die Rückfahrt angetreten. Jetzt bewegst du dich vorwärts. Weil ich auch 100% habe. Achso. Ja, ja, gut, dann bin ich ja nicht weiter zu gebrauchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, komm mal lieber hier mit dem mit rein hier. Hier ist er wieder. Alles verseucht. Das ist immer total doof, wenn du hier mit dem Panzer reinfährst. Du hast halt.
keine Rundumschutz. Nirgends. Ja. Ich glaube, hier oben positioniert sich gerade ein Typ. Außerdem legen die immer ganz gerne hier Minen in dem Gang. Also von rechts. Ich sehe schon, da ist einer. Auf dem anderen Dach oben ist ein Helikopter gelandet, so wie das aussieht. Okay. Hier war gerade noch einer. Wo ist der? Ja, ich weiß, ich hab ihn gesehen. Ich sehe ihn nicht. Da ist ein Boot im Wasser. Ja, das mag sein. Ich bin entweder blind oder... Nee, das ist gar kein Boot, das ist ein Panzer. Ah, ist kaputt. Kannst du mich bitte nochmal reparieren? Ich laufe, ich eile. Ja, da bist du. Ich komme gerade auf dich zugelaufen. Ja, irgendwas. Ich werde auch beschossen. Klick mich hin und repariere weiter. Oben, die sind über uns. Oben auf dem Dach. Dankeschön. Ich komme weiter. Über uns auf dem Dach. Kann ich jetzt nicht. Okay, ich habe so sogar genau lokalisieren können jetzt. Ach, Kacke, ich wollte zum. Hat einen Granatwerfer dabei. Naja, kann nicht immer klappen. Wollte eigentlich mit der RPG wollte ich ihn da wegschießen. Beim Liegen konnte ich ihn sehen. Hat ich stelle gerade fest, ich habe auch die falsche Munition hier mit. Für einen Tank meine ich. Ja, das fällt mir auch immer später ein. Aber du kannst ja nicht immer das Passende dabei haben. Das ist immer nicht möglich. Ja, es ist halt so ein bisschen Gamble. Ne? Oh. Nördlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Scharfschütze. Hier soll irgendwo ein scheinfeindlicher Scharfschütze sein. Oh, die Runde wird gerade noch recht knapp hier, wenn ich mir die Punkte angucke. Ja, schon ein Sniper so. Ist jetzt auch ganz. Ach, deswegen hast du heute ein Echo. Siehst du, das sag ich vorhin schon. Ich hab schon gedacht, ja, das ist ein Fehler. Bei der nächsten Runde mach ich das nicht. Mensch, sag mal! Hier ist ein Sniper oben! Guck mal! Piu, piu! Triff mich! Los, triff mich! Du Spacken, Alter! So schlecht. Wie sind die da oben? Hey, lassen sich ja mit dem Helikopter hochsetzen oder sowas. Ja, das macht keinen Sinn, aber ich hab grad gedacht, hä, wo kommt der her? Die besten Leute sind aber trotzdem noch die, die sich selber einen Helikopter, am besten noch einen Kampfhelikopter schnappen, um damit irgendwo hochzukommen und. Lassen den dann das Spiel stehen, genau. Das ist das Beste. Wir haben ja irgendwo Besuch, kurz bevor du noch nicht da warst. Da, ich seh's. Hab ich. Hinter uns, der Grenu, der halbautomatische Scharfschützenwichser, oben auf Treppen. Ist er. Okay, ich komme von der anderen Seite. Ja, die rennen jetzt nach unten rein und gehen jetzt in die Richtung, in die du halt selbst gelaufen bist. Der hat einen Squad Spawn gehabt. Ich komme auch nochmal bei Bravo. Ich hab Transport gegen die Folien. Ja, du mit deinem Scharfschützen-Ding, den krieg ich wieder nicht weg auf die Entfernung mit dem Teil. Meine Güte, ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Aber mit dem Nahkampf-Spacken. Oh, da sind sie alle drei. Alle vier. War schon fast fair, ne? Ich habe mich diesmal mit Absicht nicht in Hulk verwandelt. Ich habe mich unter Kontrolle. So. Jetzt haben die Alpha und Bravo. Ich steig bei dir mal wieder mit ein. Oder bei Fischer. Wo ist Fischer? Oh, da ist ein Panzer. Und ein Mobilitätsfahrzeug. Bam.
Nein. Und von unten immer noch. Nicht geklappt. Nicht geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Da hab ich mir gedacht, machst du platt. Kampfhubschrauber spawnen bei mir. Spawnen kann ich nicht. Da ist schon irgendwer anders drin. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich hol jetzt erstmal die feindliche Viper. Jetzt haben sie Charlie. Echo. Siehst du die feindliche Viper irgendwo? Hey, ja, bei Charlie ist er eben rumgeflogen. Ich bleib mal so lange auf dem Kartenmonitor hier. Ne, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Echo wird eingenommen. Ich gehe wieder zu Echo. Mal die Flecken. Da ist ein feindlicher Scharfschütze. Westlich deiner aktuellen Position. Okay, Echo safe ich gerade. Oh, da kommt ein Panzer auf uns zu. Ja, ich kümmere mich mal noch. Jawohl, weg ist er. Da ist einer ausgestiegen. Hui. Da kam so ein bisschen Rakete geflogen in mein Ohr vorbei. So. Ah, ich bin runtergefallen. Bin weg. Okay, Echo scheint jetzt erstmal safe zu sein. Feindlicher Panzer westlich. Ich muss hier irgendwo rumoxidieren. Hier schießt irgendwas auf mich. Ah, du hast so immer noch den Kampfheli? Das ist doch. Ah, bei dem Nebel ist das dein Arsch. Arschig, hier schießt irgendwas auf mich und ich kann leider nichts sehen, was. Wird auch nichts getaggt. Da, ja, ne, Echo ist doch noch nicht safe. Hier hängen noch einige rum. Ja, das hat mich gefallen. Aha, ein Transportheli hat mich gekillt. Mit einem Kampf. So, erstmal weg. Hier kommt nämlich gleich einer. Nee, so bei dir. Hat er den? Ja, haben sie. Gut. Ich dachte schon, die rennen alle an dem vorbei. Mensch, lass mich durch! Wir haben den Krieg verloren. Warum? Gunshot wurde durch einen alten Holzstuhl aufgehalten. Ja. Ist aber wahr. Ich hänge immer an diesen scheiß Holzstühlen hier hinten. Das eine Mal habe ich mich sogar mit der Granate gekillt, damit ich da wieder wegkam. Vielleicht hat der Stuhl auch einen übertriebenen Sitzkomfort. Warum ist da ein Panzer im Wasser? Was? Ja, ich seh's. Der ist kaputt. Der wird gleich explodieren irgendwann. Ja, noch drei Tickets ist er gleich verloren. Jopp. Haben wir leider verloren, das Ding hier. Ey! Na, zu guter Letzt werde ich gar nicht nochmal krepieren. Einfach noch doof mit der RPG rumballern jetzt. Macht da auch nichts mehr aus. Bäm. Du. Komm, jetzt drehen wir das Ding noch hier. Klar! Naja, oder auch nicht. Ja, dit war's. So, ich steck mal gerade hier das Headset um. Mach dit! So, dann wollen wir mal schauen, was wir punktetechnisch so gerissen haben. In erster Linie hoffe ich natürlich, dass euch dieses erste Let's Play Together genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich für Archs Hilfe dabei. Machen. Und wie wir sehen, haben wir es punktetechnisch gut gerissen. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch was. Euer Gunshot. Gunshot.